Guten Morgen, mein Name ist Michael Klare, ich bin der Sprecher der Feuerwehr Dresden und ich möchte Ihnen gerne ein Lageupdate geben hier von der Einsatzstelle an der Carola-Brücke, die gestern hier zum Teil eingestürzt ist. Heute ist Donnerstag, der 12. September und in der Nacht haben die Sicherungsmaßnahmen auf der Neustädter Seite an dem Brückenlager ihre Fortsetzung gefunden. Dort wurde ein sogenannter Unterbau hingebaut. Und dieselben Arbeiten werden im Verlauf dieses Morgens auf der Altstädter Seite stattfinden, an dem anderen Brückenlager, um die Brücke weiter abzusichern und abzustützen, damit insbesondere die Fahrzeuge, die sich unter der Brücke auf der Altstädter Seite befinden, entfernt werden können. Wir versorgen Sie mit weiteren Lageupdates, sobald es etwas Neues gibt, unter www.dresden.de. Es wird hier regelmäßig Lagebesprechungen geben und wir hoffen, dass wir schnellstmöglich hier vorankommen. Darüber hinaus findet heute der bundesweite Warntag statt, an dem sich auch die Landeshauptstadt Dresden beteiligt. Und unsere integrierte Regionalleitstelle wird gegen 11 Uhr das stadtweite Sirenenwarnsystem auslösen. Es wird einen scharfen Gefahrenalarm geben und um 11.45 Uhr gibt es dann eine Entwarnung.